Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im True Farming 2 Projekt hier auf der Rehbach bei der Bürgermeister-Vorstellungsrunde. Und ja, wir hören uns jetzt den Gunter Hase an. Wunderbar. Also, ich bin der Gunter. Ich glaube, die meisten kennen mich schon. Ich bin in der letzten Zeit viel hier rumgekommen und glaube, ich kenne genau deswegen die Anliegen von jedem Einzelnen hier und werde euch deswegen gut helfen können. Was dazu kommt, ich bin nicht von hier. Das heißt, ich bin unglaublich unabhängig. Das heißt, ich werde eure Anliegen sehr gut bewerten können und keinen bevorzugen. Was bei ein oder anderen Aufstellern natürlich sein könnte, dass man sich selbst gerne bevorzugt. Ich war zum Teil beim Rehbachhof, beim Greiderer, beim Agrocenter, beim LU, auch in Fichtal. Und das Wichtigste ist mir eigentlich, dass wir wieder zu den Fichtalern aufholen können. Denn die Fichtaler, für die ist Rehbach ja nichts. Aber Rehbach ist ja eigentlich die Gemeinde, für die es sich zu arbeiten und zu leben lohnt, würde ich sagen. Und deswegen sind meine Punkte eigentlich, dass wir den Landhandel auf jeden Fall stärken und den wieder rausholen aus den roten Zahlen. Ich denke, ich habe da als einziger richtig arbeitender Mensch am Landhandel schon Gutes für getan. Aber der Guido ist auch dabei. Ich habe den oft im Traktor sitzen sehen in letzter Zeit. Dazu würde ich dann schauen, ob nicht im Transportunternehmen Platz für mich ist wieder, neben dem Bürgermeister, weil das ist ja keine Ganztagsstelle, sodass das auch wieder besetzt ist, weil da fehlt ja auch ständig einer. Und grundsätzlich wäre es natürlich super, wenn man unsere Felder wieder spritzen könnte, aber wie der Siegfried schon sagte, mit Biospritzmittel. Ich denke, da ist dann auch der Guido wieder der richtige Ansprechpartner, weil sowas geht natürlich auch in Fichtal und das wäre natürlich super, wenn wir da nicht hinten dran wären. Dazu kommt es noch, dass ich natürlich einen richtig guten Kontakt zum Kalle habe, der ja auch im Gemeinderat sitzt. Das heißt, wenn man da mit Harmonie dran geht und gut miteinander sprechen kann, kann man natürlich unglaublich viel erreichen. Und ja, das sind eigentlich so meine Punkte und damit sollte eigentlich für jeden was dabei sein, sodass wir halt wieder das Rehbach das bessere Fichtal wird. Gut, danke. Ein bisschen drin. Einen Applaus, bitte, gell? Dann würden wir jetzt noch den Herrn Pech machen und im Anschluss gibt es dann die Möglichkeit, dass Sie als Bürger Fragen stellen an die Kandidaten. Und die Kandidaten dann sich auch gegenseitig quasi debattieren können. Gell? Also ihr Pech, sie dürfen. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Gemeinde. Ja, meine Vorredner, die hatten schon sehr gute Punkte angebracht. Aber was ich da sehr, sehr schade finde, es geht sich die ganze Zeit immer nur um die Landwirtschaft. Und was natürlich nicht schade ist, was gut ist. Aber wir müssen auch an weitere Aspekte dieser Gemeinde denken. Sag mal, kurz hier mal woanders hin, wenn ich hier rede. Wir müssen aber auch an andere Aspekte unserer Gemeinde denken. Was ist mit unseren Familien? Was ist mit unserer Jugend, Bildung, Arbeitsplätze? Auch das muss alles angepackt werden. Und da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, vor allen Dingen auch für die Jugend. Man sieht das hier, hier ist kaum was zu tun. Die Jungs und Mädels, die hängen an den Parkbänken rum und sowas. Wir müssen hier auch das attraktiver gestalten, auch für Touristen, weil dann könnte man kleine Bauernlädchen eröffnen, die wir dann mit unseren eigenen Produkten hier aus Rehbach befüllen könnten, zum Verkauf anbieten können, was uns wieder mehr Geld in die Kassen spült, was uns dann natürlich als Gemeinde wieder zugutekommt, wo wir dann in mehr Felder, in mehr Fahrzeuge und ich weiß nicht, was investieren können, was dann die Arbeit für euch erleichtert. Und da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial drin, was noch gar nicht angefasst wurde. Natürlich werde ich mich auch für die Landwirtschaft stark machen, auch sehr stark für die Feuerwehr. Ich bin ja selber in der Feuerwehr und da brauchen wir auch. Wir brauchen neue Kleidung, wir brauchen neue Fahrzeuge, wir brauchen ziemlich viele neue Sachen und da will ich auf jeden Fall auch anpacken. Und das Gleiche natürlich auch, wie meine Vorredner schon gesagt haben, das Spritzen, das müssen wir wieder erlauben. Bio weiß ich jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht so, also kann man mit aufnehmen. Ich würde aber auch dafür sorgen, dass wieder das normale Herbizid eingesetzt werden kann, wie Glyphosat und sowas, natürlich in geregelten Formen. Und ja, und natürlich auch, wir müssen auch weiter in Produktionen investieren. Wenn wir hier mehr Produktionen
haben, hätten, könnten wir unsere Produkte weiterverarbeiten. Wir könnten viel mehr machen und leisten, wenn wir an einen Strang zusammenziehen. Und das möchte ich für uns hier machen, aufsetzen. Den Weg will ich gehen, mit euch zusammen. Danke. Super, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine Frage, so ein bisschen für die Bürger. War das gut? Ich weiß es nicht, ich habe das gerade aus dem Finger gesaugt. Ich eine Frage stellen, Sie beantworten sie gleich, ohne groß nachzudenken. Herr Pech, ja. Wenn Sie Ihre Bürgermeisterschaft und Ihre Kandidatur mit einem Wahlslogan untermauern müssten, was genau wäre das? Rehbach auf die Eins. Herr Ewald? In einem Satz, sagen Sie? Ja, ein Wahlslogan. Ein Wahlslogan. Rehbach, wir leben dich. Herr Hase? Weil Rehbach das bessere Fischtal ist. Ja, also wir merken ja ganz klar die verschiedenen Grundsätze der Kandidatur. So, jetzt ist quasi die Möglichkeit, dass Sie als Bürger quasi Fragen stellen können, die in Ihrem Interesse sind und die Kandidaten dann dementsprechend darauf antworten. Sie können sich auch gegenseitig debattieren. Wichtig ist mir nur für die Kandidaten, bitte machen Sie eine anständige Gesprächsführung. Wir wollen jetzt keine Diskussion, die ausartet, gell? Ja. Ja, dann bitte die Bürger, wenn eine Frage hat, bitte ein bisschen vorgehen und dann die Frage stellen. Beteiligung ist wünschenswert. Hey, nicht alle auf einmal. Herr Olaf ist einen Schritt vorgegangen, noch einen. Ja, Herr Richter, genau. Sie haben eine Frage, dann bitte ich die Frage. Ja, Herr Pech, Sie sagten, wir müssen für die Jugend was tun oder verbessern in Fischtal, Rehbach, wie auch immer, Umgebung. Wie und in welcher Form würden Sie denn das für die Jugend tun, um die hier zu behalten oder attraktiver zu machen? Ich hatte da bis jetzt mir schon zwei Modelle überlegt, zum Beispiel Jugend an die Landwirte ranzubringen, dass man zum Beispiel mal mit den Jugendlichen ein Angebot gestaltet, 2-3 Tage auf dem Bauernhof mitzumachen, auf dem Hof mitzuarbeiten, zu sehen, wie läuft das, denen auch ein bisschen die Landwirtschaft näher bringen. Und aber auch gleichzeitig vielleicht auch ein kleines Jugendzentrum, wo die Jungs und Mädels hingehen können, Kicker spielen, Billard spielen. Einfach, dass die von der Straße wegkommen, dass sie beschäftigt werden, dass sie da keine Scheiße bauen. Möchten die anderen Kandidaten ein bisschen gegen debattieren oder nehmen Sie das quasi so mit auf? Ja, ich würde mal fragen, Herr Pech, wenn Sie mit der Jugend sprechen, sehen Sie sich eher das Thema, dass wir die in die Neuzeit bringen, dass wir denen vielleicht versuchen, die Techniken, die wir mittlerweile haben, nahezulegen, um vielleicht auch zu gucken, wie können wir den Jungs das beibringen, dass Landwirtschaft nicht mehr quasi ein 10 PS Traktor ist mit einem Schafflug und man ist 3 Tage, fährt noch rauf und runter, sondern dass man ihnen vielleicht mal die Technik mehr nahebringt, dass man diesen Faktor angeht, weil ich meine, es ist ein Jugendraum bauen und wir verlagern das Problem von draußen nach drin. Ob das jetzt besser ist, die Frage stelle ich Ihnen einfach mal. Naja gut, wenn die Jungs ja an die Bauernhöfe kommen, wenn wir zum Beispiel so ein Jugendlandwirt irgendwas machen, sehen die ja die Technik und da kann man dann ja auch explizit dann drauf eingehen, wenn man das möchte, ja. Und wenn da das Interesse besteht. So, wenn du jetzt hier meinst, irgendwie mit Tablets und bla und blub, davon wollen wir die Jugend ja wegkriegen. Die müssen ein bisschen raus aus den Social Media und mehr in der realen Welt machen, weil das Leben spielt sich nicht im Internet ab, sondern hier, wenn sie das meinen. Die Bürger, jetzt können Sie es machen, also, die Jugend wegkriegen und sagt, wir sollen die Neuerung ihnen nicht nahelegen, nur weil es Tablets sind. Also ich glaube, das ist ja falsch spannend an der Stelle, oder? Wie sehen Sie das? Ich sehe das genauso wie du, Siegfried. Aber ich finde das schön, dass der Herr Pech etwas anspricht und du auch ein weiteres Problem siehst. Ich sehe eher eine Lösung. Und zwar sinnvoll wäre es nämlich, eben Rehbach stark zu machen mit Förderungen für digitale Mittel, damit eben die Jugend begeistert wird, weil keiner hat Bock, morgens früh aufzustehen und dann irgendwelche Kühe zu versorgen. Das können Roboter machen heutzutage. Und so wird es mit Sicherheit woanders auch schon gemacht. Und warum nicht auch hier? Ist das denn dann noch Landwirt? Natürlich ist das noch Landwirt. Weiß ich nicht. Landwirtschaft 4.0. Also, wenn man alles auf digital setzt, dann, so wie ihr zwei das vorhabt, würdet ihr auch die Berufe, die Arbeitsplätze verringern. Wenn wir alles nur auf Technik setzen. Nein, das stimmt nicht. Ja, warum denn nicht? Wir setzen das auf die richtige Technik. Also, wenn wir zwei Leute jetzt zum Melken haben und das jetzt eine Maschine macht, hast du für zwei Leute keine Arbeit.
Doch, die schulen wir um auf die richtigen Techniken und dann können die da auch weiterarbeiten. Richtig. Und außerdem und müssen natürlich Maschinen... Geld her? Wo nehmen Sie denn das Geld her, um für die Landwirte, die jetzt die Arbeiter haben, die alle umzuschulen? Ein Landwirt... Förderungen von der EU. Und das ja, war die, sagen, und das, und das, die Förderung Personal. Wäre? Wie heißt denn die Förderung? Digital Farmers. Also, ich sehe das ein, was Sie da sagen. Die Technik ist wichtig, aber wir dürfen da nicht 100% unser Augenmerk drauflegen. Umso mehr Technik, umso mehr Roboter. Nachher brauchst du nur noch eine Person, die irgendwo im Raum sitzt und alle Roboter überwacht. Und das ist nicht der richtige Weg, meines Erachtens nach. Die Landwirtschaft war schon immer mit harter Arbeit von hart arbeitenden Menschen besiedelt. Und dadurch hat die Landwirtschaft ihren Respekt gekriegt. Und da sollten wir... Sie jetzt gegen Entwicklung. Ich bin nicht gegen Entwicklung. Ich sag das hört nur, sich aber ganz so an. Ich sage nur... Noch, Sie haben jetzt noch eine Ausführung und dann gehen wir zum nächsten Thema. Ich sage nur, wir dürfen nicht alles auf die Technik setzen. Das ist nicht der richtige Weg. Wenn alles die, so eine KI nachher auch noch macht, dann brauchst du gar keine Leute mehr. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Okay, lass uns im Raum stehen. Hat noch jemand andere Fragen aus der Ortschaft? Genau, bitte wer ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hatet mich nicht, Leute. Ich ziehe mir das gerade hier aus den Fingern. Ich bin null vorbereitet. Gegenüber manchen Menschen, die da vorne stehen werden. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Stellen Sie Ihre Frage. Jetzt an alle drei. Wenn dieses, sagen wir mal, dieses Bio, was Sie sich alle drei vorstellen, durchkommen wird, wie steht es dann mit der Düngeverordnung? Kleiner Mike, danke für den Resub 7. Sehr, sehr lieb, danke schön. Dann fange ich einfach mal an. Ich würde erstmal gar nichts an dieser Düngeverordnung ändern. Der Herr Pech sagte, er möchte Glyphosat und so wieder alles in vernünftigen Mengen wieder freigeben, wenn der Bürgermeister wird. Da würde ich halt von weg wollen. Mir geht es halt darum, weil Sie wissen ja selber, wenn man jetzt Bioqualität hat, hat es einen viel höheren Verkaufspreis. Und ich meine, die Idee mit Hofläden finde ich super. Würde ich mitgehen, auch mit den Produktionen hier im Ort, um halt auch Fichte ein bisschen die Stirn zu bieten, finde ich super den Ansatz. Aber ich meine, wir haben so viele Alternativmöglichkeiten mit Striegel, mit Gras, also mit den Graswalzen, die ja schon dafür sorgen, dass wir da keine direkten Düngemittel mehr brauchen, um sogar denselben Ertrag zu, einen ähnlichen Ertrag zu erreichen. Klar ist es mehr Arbeit, da muss man beim Guido wieder aufgreifen, ne? Da brauchen wir Manpower oder Ladypower für. Aber ich sehe da halt den Schlüssel, um halt wirklich auch quasi wieder in der Zukunft zu sein, weil ich meine, der Trend geht zu Bio. Wir wissen ja, wir müssen uns alle gesünder und besser ernähren. Und ich bin jetzt kein Fan von vegan, um Gottes Willen. Ich esse gerne mal so ein Stück Kuh. Und dementsprechend würde ich da auch nicht von weg wollen. Aber ihr wisst selber, Biofleisch von gerade hier aus, ich meine, wir haben jetzt einen Kuhhof, deswegen ist es natürlich ein wichtiges Thema für mich. Ist, glaube ich, für uns im Nachhinein wertvoller, als jetzt auf irgendwelche Düngeformen zu gucken. So sehe ich das halt. Ja, aber Bio ist doch vor allen Dingen gut für Höfe, die schon gut dastehen, die sich die Umstellung leisten können, weil es halt mehr Arbeit ist, etwas geringere Erträge. Klar kann man es dann besser verkaufen, aber das braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis das Bio-Label akzeptiert wird. Wie hilft man denn den Höfen, die nicht finanziell so gut dastehen, dass die sich die Umstellung leisten können? Da kann ich Ihnen eine Antwort drauf geben. Sehr gute Frage, Frau Jung. Ja, da finde ich das super, weil die haben uns natürlich auch Gedanken gemacht und deswegen haben wir auch zum Beispiel, wir jetzt vom Rehbachhof, wir sind ja der Größte im Ort, das ist ja auch aber wir haben mit dem Kreiderer, der ziemlich zentral hier im Hof ist, mit seinen 3-4 Grasflächen, arbeiten wir zusammen, wir unterstützen uns da gegenseitig, wir betreiben auch demnächst den Aussiedlerhof, kommen jetzt demnächst die Kühe rein, das haben wir im Landtag schon besprochen. Genauso der Ahnenhof ist auch mit in dieser Geschichte mit involviert, auch die haben gesagt, die finden die Idee, auf Bio umzustellen, super. Also wir haben also schon mal 3 Höfe hier im Ort, die das auch ganz mitgehen wollen würden. Ich weiß jetzt nicht, ich will Stefan jetzt auch nicht jetzt in die Parade fahren, wie es das Lohnunternehmen sieht, aber die Arbeit wird für die auch nicht weniger, vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger, aber dadurch verdienen sie auch natürlich auch mehr Geld. Wenn ich kurz eine Zwischenfrage habe, bevor die anderen Kandidaten antworten können. Einfach zur Klarstellung, wollen Sie dann quasi, dass generell hier eine Bio-Verordnung eingeführt wird, dass alle Landwirte dementsprechend arbeiten müssen, oder sagen Sie nur, nein, wer will, kann, wer nicht, nicht? Nein, ich bin der Mann, wer will, der es machen möchte, soll es tun. Also ich möchte die Vorteile dadurch aufzeigen. Ich würde auch mit den anderen Landwirten, wenn sie es möchten, gerne nach einer Saison mal drüber sprechen und sagen, pass auf, das haben wir jetzt investiert an Stundenlöhnen, an Aufwand. Das ist der Ertrag, der dabei rumgekommen ist. Und dann können die ja selber für sich dann im Nachhinein auch entscheiden, ja,
ich möchte diesen Weg mitgehen. Wir würden natürlich dann auch helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ich möchte mich jetzt nicht hierhin schon sagen, es muss jetzt Bio gemacht werden, das würde ich nicht tun, nein. Wie sehen das die anderen Kandidaten? Da hat er tatsächlich genau recht. Und ich vertrete noch ein bisschen eine andere Variante, weil es ging ja um Spritzverordnung, dass man eben nicht mehr spritzen darf und das Glyphosat. Mit das Glyphosat halte ich auch nichts von. Da sollten wir mehr Bio werden und vor allem sollten wir den Landhandel unterstützen, da ein biologisches Schutzmittel zu entwickeln, das eben abbaubar ist und nicht so chemisch ist. Weil dann hätten wir nämlich den Vorteil, der Agrocenter könnte das wunderbar exportieren. Wir könnten es hier nutzen, als Vorreiter vorangehen und wir hätten nicht das Problem, dass wir so unglaublich viel Manpower brauchen, um wirklich schnell hinterher zu striegeln und alles Mögliche. Und wir könnten wieder ganz entspannt spritzen mit großen Reichweiten, so wie das auch, denke ich, alle gerne machen. Und zusätzlich, und zusätzlich noch als schöne Variante, das kenne ich nur von da, wo ich früher herkomme, ein paar wilde Wiesen für Bieneninsekten, wo auch ein bisschen Wildwuchs ist. Das ist was, was hier vollkommen fehlt. Das wäre was, was für alle hier richtig fortschrittlich wäre, denke ich. Also eine Renaturierung quasi. Genau, eine teilgenau, richtig, in gewissen Bereichen. Ja. Okay, Pech. Ich bin ehrlich gesagt für beide Varianten. Ich bin dafür, Glyphosat sowie das Bio zu nehmen, weil überlegt doch mal, Leute, wenn Bio ist doch allgemein schon teurer, die Produkte. Da kostet jedes Produkt locker 2 bis 3 Euro mehr. Jetzt wollen meine zwei Kandidaten auch noch alles technisch machen. Das heißt, dass Leute definitiv ihre Arbeitsplätze dadurch verlieren, weil du brauchst dann nicht mehr so viele Leute. Wie wollt ihr euch dann das Essen hier dann noch leisten, wenn alles nur noch Bio ist? Gegenfrage, Pech. Wir haben mehr Arbeit dadurch. Bin mir eine Spritze mit über 5. Stefan, wie groß ist eure Spritze? 35 Meter, 50 Meter, wann die? Ja, so eine Dreh, aber ich habe ja keine mehr. Die muss ich ja dann verkaufen, weil sonst steht hier nur uns rum. Die fällt über mein Feld einmal rauf, einmal runter, ist die fertig. Mit dem Striegel fahre ich 10-mal rauf und runter. Das heißt, ich habe viel mehr Arbeitskraft, die ich aufwenden muss, als das über die Spritze zu machen. Aber du widersprichst dich ja selber. Wenn du mehr auf Technik gehen willst, willst du auch die elektrischen Traktoren haben, wo die nicht bemannt werden. Also ist es nachher auch egal, ob du da 20-mal hoch und runter fährst, ob die KI da 20-mal hoch und runter fährt oder was auch immer. Die Leute haben trotzdem die Arbeit. Das ist aber ein Streitfaktor, ob das so gemacht werden darf. Ihr wollt dahin. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Nee, der Herr Haas sagte eher um diese Kleinarbeiten, die einen morgen zum 5 aus dem Bett holen. Wenn ich morgen zum 5 aufstehe, muss mein Melkroboter die ganzen Tiere anschließen und ich habe im Melken bis 9 und ich nicht fertig. Und wenn das automatisiert wird, kann ich mir die Zeit sparen und kann dann lieber aufs Feld gehen und dann mit den Stromausfall Mitteln, die oder uns zur Verfügung steht, und der Strom sich da um GPS-Traktoren zu entziehen. Ja, ja, aber das habt ihr zwei doch gesagt. Oder ab ein in bisschen die Zukunft. Mehr Lebensqualität. Ihr habt gesagt, mehr in die Zukunft. Das ist die Zukunft, wenn ihr zum Beispiel die Land und Forst lest, das ist die Zukunft mit den nach der Ausführung machen wir mit dem Autoroboter. Das wird so kommen. Genau. Also nehmen wir doch lieber ein bisschen Zukunft und Lebensqualität, indem wir Zeit haben, denn Zeit kann sich hier keiner kaufen. Aber das passt nicht. Gut, dann bitte die nächste Frage. Ja, ich hätte da eine. Wie sieht denn das aus mit Subventionen für die Bauern? Nein, Sie müssen jetzt mal nach vorne treten, bitte, gell? Also müsste ich. Hab ich doch. Aber sind Sie jetzt da? Sind Sie? Achso, ja, Gott, bitte. Ja. Machen Sie, Entschuldigung. Ich kann mich auch auf Ihren Kopf stellen. Na, bitte, nein. Wie sieht es denn aus mit Subventionen hier in dem Dorf, wenn die Bauern jetzt sagen würden, okay, wir ziehen da jetzt mit, wir stellen jetzt auf Bio um. Allerdings entstehen, wie ihr ja schon alle gesagt habt, dadurch auch mehr Kosten. Nicht jeder kann sich das leisten, auf Bio umzustellen. Wie sieht es denn da mit Subventionen aus? Die Frage würde ich an den Verbeuten aufgreifen. Ne? Weil Sie haben letztes Mal bei der Sitzung gesagt, diese Entscheidung trifft ja nicht der Bürgermeister. Da gibt es einen Landrat für. Und klar, dann wird es in irgendeiner Form vielleicht Steuer erhöht, ich meine, da kommen wir da nicht drum herum. Irgendein Tod müssen wir sterben in dem Moment. Aber das wurde letztes Mal ja schon gesagt, dass solche Entscheidungen nicht von uns als Bürgermeisterkandidaten getroffen werden, sondern das geht ja alles über den Landrat. Oder korrigieren Sie mich, Herr van Bolten. Das ist genau das, was der Herr van Bolten gesagt hat. Aber der Herr Bolten hat auch gesagt, dass die Gemeinde pleite ist. Woher soll das Geld kommen? Genau. Ich möchte ganz kurz einwerfen, damit Sie mit den richtigen Argumenten argumentieren können. Also es ist so, dass wir natürlich in der Gemeinde jetzt nicht die liquidesten Mittel haben, aber nichtsdestotrotz gibt es gewisse Fördermittel, die wir vom Land erhalten können. Das heißt,
grundsätzlich sind Subventionen eine gute Sache und das wird im Gemeinderat oder im Landrat gemeinschaftlich entschieden. Also es macht nicht wir alleine, sondern auch der Bürgermeister. Aber da können Sie durchaus sich auch einsetzen, gewisse Subventionen zu beantragen. Und dann können Sie ja quasi jetzt hier auf die Frage beantworten, welche Subventionen Sie machen würden und ob Sie die auch beantragen würden oder nicht. Ja, sicher. Aber dann verschulden wir uns ja noch weiter. Aber das Geld muss ja irgendwie wieder zurück. Die Gemeinde. Wie investieren Sie denn? Ich meine, Sie müssen ein Konzept vorlegen. Wenn ich ein Konzept vorlege und sage, meine Kuh, die mir jetzt im Jahr 1.000 Euro bringt, bringt mir durch das Bio vielleicht 2.000. Natürlich muss ich erstmal ein Jahr vielleicht in die Knie gehen und ins Minus rutschen, aber danach steigt ja der Ertrag um 100% in dem Moment. Das ist ja, das macht man nicht mit dem Spritzen. Das machen wir. Es muss ja auch belegt werden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte von meinem Hof jetzt 2.000 Euro Subvention haben, weil ich jetzt auf Bio umstelle. Ich muss ja ein Konzept vorlegen, wo ich auch belegen kann, dass ich das Geld auch wieder zurückzahlen kann. Ja, sicher. Weil es kommt anhand von Steuern, wenn ich es verkaufe, kommt auch wieder Steuern hier in den Ort rein. Ich darf ja nicht steuerfrei verkaufen. Ja, aber du rutschst doch in der Spirale. Nein. Ja, aber sowas von. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, meine Kuh kostet ab morgen jetzt 4.000 Euro und alle kosten nur 2, dann ja, du musst ja ein Konzept von, du musst, und du sagst ja selber, du möchtest ja neue Industrien aufbauen und sowas alles. Ja, damit das hier bei uns bleibt. Aber wenn ihr alles auf Bio macht und das verkauft und die Kuh 4.000 ist, aber in Buxtehude als Beispiel oder in Stadt XY kriegen sie die Kühe nicht Bio und ist günstiger, werden die Firmen sich das nehmen. Ja, aber du willst ja, es gibt wir dürfen hier nicht, wir dürfen hier nicht komplett auf Bio gehen. Ich bin dafür, komplett schon mal gar nicht, aber die Landwirte sollen sich das selbst entscheiden und die Subvention, das muss, wir müssen erstmal die Gemeinde rauskriegen und daher müssen wir erstmal in die Gemeinde investieren. Und das machen wir nicht, indem wir Subventionen raushauen wie sonst was. Ja, Guido, ich muss dir leider sagen, du hast die Subventionsgeschichte nicht so ganz verstanden. Wir werden uns durch die Subvention nicht weiter verschulden, denn die Subventionen kommen nicht von der Gemeinde, die pleite ist, sondern vom Land oder, wenn man noch weiter denkt, von Staat und EU. Und hat doch gesagt vom Landrat. Und der Landrat ist doch... Der entscheidet das. Und die Gelder kommen aber nicht aus der leeren eigenen Kasse, sondern von extern. Und deswegen ist es natürlich super, wenn wir durch solche Subventionen etwas reinbekommen. Und es ist besser, als wenn wir einfach nichts tun und so bleiben, wie wir sind. Ja, okay. Dann bitte das nächste Thema. Ich hätte da auch noch mal eine Frage. Wer garantiert uns Landwirten, dass die Subvention an uns kommt? Und nicht heimlich unter beispielsweise Landhandel oder der Gemeinde verschwindet? Ja, aber es müssen Anträge gestellt werden. Ich meine, wenn der Hof XY einen Antrag stellt, dann geht er zum Bürgermeister, der nimmt es mit in den Landrat, dann wird es ja debattiert und entschieden. Und dann kriegt der Landwirt das dann aus. Ich kann ja nicht sagen, ich mache jetzt hier eine Subvention für neue Straßen und der Herr Pech, der dann vielleicht Bürgermeister ist, baut sich vielleicht einen Swimmingpool bei sich in die Scheune. Also das ist ja alles, das wird ja geprüft. Ich meine, dafür gibt es einen Landrat. Ich meine, das ist ja überall so. Genau, und ich möchte auch Subventionen für die Bauern und nicht so, wie der Herr Pech sagt, erstmal die Gemeinde aus dem wieder ins Grüne holen. Es geht ja erstmal um die Leute, die hier arbeiten. Weil der Pech sagt ja, es muss erstmal die Gemeinde saniert werden. Ja. Ich denke, es müssen erstmal die Landwirte saniert werden, weil dann profitiert davon natürlich auch im Endeffekt irgendwann die Gemeinde. Irgendwann, genau. Ja, das dauert, das ist klar. Aber erstmal an die Bauern und dann an die Gemeinde. Genau. Eine weitere Frage? Ja, hier. Herr Pech, Sie haben gesagt, Sie würden gerne noch mehr Produktion hier ansiedeln. An was haben Sie denn da so gedacht? Und besteht da überhaupt eine Nachfrage? Das würde ich mit den Hofbesitzern erstmal komplett durchsprechen. Die hätte ich eingeladen zu einer Sitzung, hätte gefragt, besteht Interesse? Was, wenn Interesse besteht, was wollt ihr? Also ich würde jetzt hier nicht machen irgendwas, was wir nicht wollen. Wir wüssten schon, was die Landwirte auch möchten und wo sie ihre Produkte hin investieren. Und deswegen habe ich darüber jetzt gar keinen Plan. Nein. Also, liebe Bürger Hansel, der Pech argumentiert nur im Konjunktiv. Sie müssen einen Plan haben, was sie machen wollen. Wenn sie sagen, wir besprechen uns und dann gucken wir mal, dann tun wir mal, dann können wir uns auch jeden Sonntag beim Skat mit Stefan treffen und können sagen, jo, wir heute machen wir eine Bierfabrik auf.
Genau, ich denke auch von einem hätte, könnte und würde steht hier keine Produktion. Und das Problem ist auch, wir haben eine begrenzte Feldfläche, die wir jetzt schon voll bearbeiten. Und wenn wir jetzt eine Produktion hinmachen und mehr Waren brauchen, müssen ja andere Produktionen durch fehlende Güter ja wieder leiden. Das darf natürlich auch nicht sein. Das muss der Bürgermeister sein. Okay, und wenn ich jetzt, und wenn ich jetzt sage, komm, wir bauen hier eine Birkenstock-Produktion für Schuhe hin. Ist das ein Interesse? Dann, es ist doch das Interesse der Landwirte. Wir müssen an die Landwirte, die halten uns am Scheißen und wir müssen das, was die möchten, und ich werde ihnen nicht irgendwas vorsetzen, was die vielleicht gar nicht möchten. Man kann sich doch mit den Höfen zusammensetzen und sagen, ey, es wäre cool, das und das und das. Und dann kann man einen vernünftigen Plan ausarbeiten. Den einfach irgendwas hinsetzen, ist nicht der richtige Weg, auch nicht für die Landwirte. Ich meine, so eine Produktion muss auch gebaut werden. Ich meine, wenn sie jetzt sagen, und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich wäre dafür, ich meine, wir sind hier im hessischen Raum, eigentlich müsste man ein bisschen Wein anbauen hier oder so, dass man sagt, man baut eine Kälterei und dann mit den Landwirten sagt, hey Leute, wer von euch bereit ist, Feldfläche bereitzustellen, zum Beispiel für den Weinanbau oder für den Traubenanbau, kriegt von uns halt eine Subvention, damit es auch dann schmackhaft wird, plus vielleicht sogar vom Landhandel, vielleicht bei den Anschaffung der Fahrzeugen ein paar Prozente, dass man das auf diesem Wege macht, weil ich meine, wir als ausführende Kraft, als Ideengeber, um den Ort wieder oder die Gemeinde wieder ins Grüne zu kriegen, müssen wir endlich vorangehen und sagen, hey Leute, das wollen wir machen, das bringt Geld, wer ist bereit, diesen Weg mit uns zu gehen? Ja, aber gibt es denn überhaupt die Infrastruktur hierfür, um noch weitere Produktionen zu machen? Als ich jetzt hier durch Rehbach gefahren bin, standen ja überall die Güter an den ganzen Produktionen schon rum und werden nicht abtransportiert. Ja, das ist es ja, weil wir keine Weiterverarbeitung haben. Wir haben hier eine Mehlbude, die macht Mehl. Gut, wir können Mehl verkaufen, aber wir könnten auch unsere eigenen Brötchen verkaufen. Dafür bräuchten wir eine Bäckerei zum Beispiel. Ja, oder aber wir auch haben, dafür braucht dann die Infrastruktur, um wir das haben doch eine von Bäckerei. Einem zu dem anderen zu transportieren. Und deswegen möchte ich mich ja für das Transportunternehmen einsetzen, wie ich am Anfang gesagt habe, denn das fehlt nämlich gänzlich hier. Und ist es nicht sogar dass wir eine Bäckerei hier im Dorf haben? Es ist richtig, ja. Na, dann haben wir ja eine Bäckerei. Wir produzieren Milch, Butter. Es ist schade, dass der Herr Pech das nicht weiß. Genau, dann haben wir jetzt noch eine Frage, die gern gestellt werden kann. Aber die Frage ist auch, Herr Pech, Sie sind doch am Landhandel und kriegen die ganzen Güter geliefert. Sie müssten doch eigentlich wissen, was Sie geliefert kriegen, wie viel und was man davon eventuell noch verarbeiten könnte. Man könnte alles verarbeiten. Ja, aber es muss ja auch entsprechend angeliefert sein werden. Es wird genug angeliefert aus Rehbach und Fichtal. Das ist nicht das Problem. Von allen alles. Ja. Um genau zu werden, wir haben da natürlich als Mitarbeiter mehr Überblick als der Herr Pech selbst. Nicht wahr, David? Ja. Silage haben wir zum Beispiel unglaublich viel. Oder auch Kartoffeln und Heu. Ist etwas, was im Überfluss existiert aktuell. Ja, du Hampelmann, das habe ich dir heute gesagt. Da bitte wieder auf die Gesprächsführung achten. Ich glaube, der Herr Heimann hat... Da fühlt sich jemand angegriffen. Heimann? Heimann. Hey Mann, Sie haben die letzte Frage, Sie haben die Ehre, bitte dann stellen ja, Sie sich. Ja, ich wollte ja nur an den Günther mal was fragen. Er will Günther. Ja als Transportunternehmen noch was machen. Was willst du denn machen, wenn zum Beispiel der Herr Pech oder auch andere vom Landhandel nicht anrufen, ey, bei mir steht die Müllbude voll. Warum soll ich das dann einfach wegfahren? Wenn der anruft und sagt, warum steht die Mehlbude voll, dann würde ich fragen, ist das deine Mehlbude? Wenn er ja sagt, würde ich sagen, ist das ein Auftrag? Und dann sagt er ja und dann fahre ich das weg. Ja, aber du kriegst die Aufträge nicht, weißt du? Gut, ich glaube, das ist jetzt aber keine Frage für eine Debatte, so Herr Heimann. Also ja, in den letzten Wochen hätten wir genug gebraucht. Herr Hase, warten Sie mal bitte kurz. Also, Herr Heimann, das war jetzt, glaube ich, kein Angriff gegen Sie. Da bei uns jetzt, also bitte also bei generell. Dem schon. Ja, jetzt ich sage, bitte einfach strukturiert bleiben. Es geht nicht darum, dass man. Ich bitte nochmal, bitte bleiben strukturiert, bleiben sachlich. Wir wollen das bitte so halten. Das war jetzt kein Angriff gegen Sie, sondern ich glaube, dass der Herr Hase einfach sagen wollte, dass er ein bisschen in das Lohn- und Transportunternehmen rein investiert. Deswegen denke ich, darauf wird es hinauslaufen. Genau. Jetzt haben wir noch eine Frage, ansonsten wird man das Ganze beenden. Gut, ich glaube, nein. Dann bedanke ich mich für die Anteilnahme und auch vielen Dank für die Kandidaten, dass Sie Ihren Standpunkt also ein bisschen vertreten haben. Sie haben jetzt noch Zeit, Wahlkampf zu betreiben
Und wir werden dann in der nächsten Zeit ankündigen, wann die Wahl stattfindet. Und dann können Sie sich da quasi auf eine Wahlparty begeben, gell? Ja, danke schön. Perfekt. Dann, wenn Sie noch irgendwelche Anliegen haben an die Gemeinde, ich bin jetzt nur ein bisschen da, dann können Sie mit mir sprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Wiederschauen. Tschüss. Ciao. So, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dem Secret haben wir es gezeigt, gell? Ich habe mir alles aus dem Finger gesaugt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das richtig war oder nicht. Zerreißt mich bitte nicht in den Kommentaren. Leute, es reicht jetzt. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.